Herzlich willkommen bei unserem aktuellen Kommentarcheck. Heute zum Thema Asteroidenbergbau. Wir hatten lange keinen, ne? Der letzte ist schon Monate her. Wir wollten das wieder mal machen. Wir wurden gefragt in den Kommentaren. Legen wir los. Wir haben gleich so einen kleinen Fehler im Video. Das passiert manchmal. Wir jonglieren ja mit sehr viel großen Zahlen und da bleibt sowas nicht aus. Wir haben gesagt, dass die Goldmenge für 1 Milliarde Euro bei 25.000 Tonnen liegt. Das ist natürlich Unsinn. Es sind 25.000 Kilogramm, also 25 Tonnen. Und ja, Entschuldigung dafür. Wir korrigieren das hiermit. Und einigen von euch ist es aufgefallen. Super. Erste Frage. Erste Frage von Horst Hartholz. Wie wird das Abbauen denn eigentlich gemacht? Mit Sprengen der Asteroiden? Oder sind die dafür zu groß und es wäre zu gefährlich? Auf keinen Fall dürfen wir sprengen und wir brauchen auch nicht sprengen. Warum dürfen wir das nicht? In dem Moment, wo wir im All einen Asteroiden sprengen würden, würde das Material Fluchtgeschwindigkeit erreichen und wir hätten dann lauter Brocken, denen wir irgendwie einzeln gar nicht mehr nachkommen könnten. Nein, wir brauchen es auch gar nicht tun, weil, das hatte ich schon mehrfach gesagt, bei Asteroiden ist die Dichte des Materials sehr klein, denn was auf der Erde etwa zu dichten Strata führt, ist einfach die Gravitationskraft, die auf der Erde herrscht. Und bei Asteroiden ist die unfassbar klein, selbst bei den großen Kloppern wie Ceres, das ist ja dieser Zwergplanet, größte Objekt im Asteroidengürtel, selbst da haben wir eine unfassbar geringe Gravitationskraft, sodass wir davon ausgehen können, dass wir auf dem Asteroiden unglaublich leicht in das Material reinkommen. Das heißt, etwa ein Roboter, der sich in den Asteroiden gräbt, der müsste dafür keinen großen Aufwand betreiben. Der eigentliche Aufwand ist das Raffinieren des Materials. Und das sagen wir ja eigentlich auch in dem Video schon, dass der sehr weich ist, der Asteroid. Genau. Eher als lose Geröllsammlung zu verstehen, als Gebirge jetzt etwa. Gut. Ich glaube, da reicht es, wenn wir vielleicht so bis hier lesen. Daniel Kaczynski, ich denke, man sollte nochmal an den Gedanken mit dem Aufzug ins All schmeißen. Also, im Ernst, das teuerste ist der Flug nach oben, aus der Atmosphäre, so viel teurer Sprit, um die Gravitation zu überwinden. Was wäre, wenn eine Art Zwischenstation immer über derselben Stelle der Erde außerhalb unserer Atmosphäre stände? So, das ist quasi das Konzept des Weltraumaufzugs. Das ist ein Konzept, das wird verfolgt. Es gibt da verschiedene Studien, Ideen zu. Wir haben natürlich das Problem, dass das Material für das notwendige Seil, wir bräuchten in irgendeiner Form natürlich so ein Seil, was diesen Weltraumaufzug mit der Erde verbindet, das Material schlicht noch nicht existiert, weil natürlich Zugkräfte auf diesem Material lasten, die wiederum mit der Erdgravitation zusammenhängen. Sollte es uns dereinst gelingen, und wir werden das in dem Video mal bearbeiten, das planen wir auch schon seit einem Jahr, sollte uns das gelingen, bietet natürlich ein Weltraumaufzug eine ganz tolle Möglichkeit, Material für ganz andere Kosten ins All zu bringen. Also wir hatten ja jahrelang Kosten um die 20.000 Euro pro Kilogramm. SpaceX könnte das mit der Falcon Heavy extrem senken auf etwa ein Zehntel, aber mit einem Weltraumaufzug hätte man wahrscheinlich laufende Kosten von vielleicht 1 Euro pro Kilogramm, und das ist dann ganz anders. Dann hat man diesen direkten Zugang zum Orbit. Aber das ist wirklich Science Fiction. Wir machen aber irgendwann ein Video dazu. Die Idee ist uns leider nicht neu, Daniel. Die Idee existiert seit vielen, vielen Jahren. Megaton. Selbst wenn wir einen Asteroiden fänden, welcher komplett aus fertigen Goldbarren bestünde, würden sich der Abtransport heute noch nicht lohnen. Die Kosten für den Abtransport pro Kilo wären höher als der Kilogrammpreis für Gold. Das ist tatsächlich nicht ganz so. Also das Schwierige beim Asteroidenbergbau wäre es ja, das ganze Equipment in das All zu befördern. Wenn das aber erstmal da ist und ich habe dann einen Asteroiden, einen M-Asteroiden, einen Metallasteroiden, in dem ich Gold gewinnen kann, dann ist tatsächlich der Transport des raffinierten Metalls, weißt du, wie man Gold gewinnt? Aus Gestein? Schmelzen? Nee, man benutzt Cyanidlösungen. Das sind hochgiftige Lösungen. Damit kann man das Gold tatsächlich gewinnen. Und wenn man jetzt dieses Gold hat, ich hatte es ja im Video gesagt, eine Tonne Gold, das wäre so ein Würfel mit 50 cm Kantenlänge. Der Transport zur Erde, der ist gar nicht so schwer. Denn wir müssen eben nicht
die Erdgravitation bekämpfen. Wir müssen auch keine nennenswerte Gravitation des Asteroiden überwinden und es gibt keinen Luftwiderstand. Das heißt, ganz leichte Schubimpulse reichen bereits aus, um das Ganze auf eine Flugbahn zu bringen, die schließlich zum Erdeintritt führt. Und das ist also mit sehr, sehr überschaubaren Kosten verbunden. Natürlich ist das Problem, zu dem Asteroiden zu gelangen und dort quasi den Abbau zu bewerkstelligen. Da liegt also das eigentliche Problem. Warum denkt ihr euch immer solche Namen? GG Jane, GGG. Ja. Good game? Okay. Gutes Daumen-hoch-Video. Aber ich frage mich, sind die Rohstoffe auf der Erde vorhanden, um Phase 2 richtig anlaufen zu lassen? Es wird ja immer gesagt, die seltenen Erden gehen uns aus in den nächsten 20 bis 30 Jahren. Haben wir dann noch genug seltene Erden, wenn die Phase 2 beginnt? Große Lager der seltenen Metalle liegen in China. Kann China denn nicht sein Monopol nutzen und alle Mitbewerber aus dem Asteroidenbergbau rausdrängen? Das sind ganz viele Facetten, aber man kann grundsätzlich erstmal sagen, wenn wir davon sprechen, dass etwas ausgeht, dann meinen wir, der weltweite Bedarf kann nicht mehr zu den Kosten gedeckt werden, die wir gewohnt sind. Der weltweite Bedarf an seltenen Erden ist sehr hoch, weil das überall verwendet wird. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich möchte gerne damit Raumfahrt betreiben, dann sind genügend seltene Erden da. Man könnte auch immer in seinem Land mit entsprechend höheren Kosten an die seltenen Erden gelangen. Zum Beispiel die USA sitzt auf genügend seltenen Erden und könnte diese produzieren. Es ist immer die Frage, können wir die zu einem Preis produzieren, wo wir bereit sind, noch das iPhone oder das Samsung Galaxy zu bezahlen? Ja? Wenn wir jetzt aber den Punkt erreichen, wo die Materialien erheblich teurer werden, dann werden zwar die Handys teurer, aber ich kann immer noch die Raumfahrt natürlich ermöglichen. Das ist gar keine Frage. Und das wird auch auf Tausende von Jahren so sein. Es ist immer eine Frage, wie kommen wir an das Material ran? Und ja, das beantwortet hoffentlich eigentlich auch die Frage. Ne? Das Monopol von China sollte man vielleicht noch... China versucht schon künstlich den Markt zu beeinflussen. Die Zahl, die wir genannt haben, geht in 15 bis 20 Jahren aus. Die kommt von China. Ja, China möchte also auf diese Weise entsprechenden Druck auf den Markt erzeugen. Es ist tatsächlich so, dass sehr viele Vorräte in China lagern, aber China ist bei weitem nicht die einzige Nation, die über seltene Erden verfügt. Und machen wir uns ja nichts vor, der Preis beim iPhone kommt ja nicht über die Rohstoffe, die da reingesteckt werden. Der ist erstaunlich klein. Also ich glaube, man kann so ein iPhone wird mit etwas über 100 Euro produziert, aber für 600, 700 Euro, ich habe die Preise nicht im Kopf, verkauft. Also die Gewinnspanne ist erheblich. Gut, wir sind durch. Das war's? Das wirklich? Ja. Das nein, guck doch mal hier. Ah, hier haben wir noch einen. Na, das ist mein Lieblingskommentar hier. Eufy, japanische Schriftzeichen folgen. Japanische Schriftzeichen sagen aus Ieshi Miyasu. Was muss uns erklären, was das heißt? Das sind Katakana. Oder vielleicht ein leichter zu visualisierendes Beispiel, 6 Billionen Flugzeugträger der Enterprise-Klasse. Es ist, ich gebe das zu, da hat er jetzt so ganz zerknirscht ein Emoji dahinter getan. Tatsächlich ist das nicht leichter zu visualisieren. Aber zumindest haben wir jetzt eine Vorstellung von einem Flugzeugträger. Die Dinge sind unfassbar groß, unfassbar massiv und es gibt nicht viele davon auf der Welt. 6 Billionen ist eine absurd hohe Zahl von diesen Monstern. Und das ist leichter vorstellbar als Millionen von O'Neill-Zylindern. Weil O'Neill-Zylinder, das ist so eine Megastruktur im All mit 30 Kilometer Länge und 5 Kilometer Durchmesser. Da kommen wir gedanklich noch weniger ran. Aber ich sehe schon den humorigen Wert des Ganzen. Entschuldigung, ich gebe mir mehr Mühe. Das war's. Ja, das sind wir durch. Sind wir durch. Wir sagen danke fürs Zuschauen und in diesem Sinne. 42. Speak.